Aber vorher gucken wir uns ein bisschen um. Ich weiß, es ist nervig, aber das ist einfach so ein essentieller Punkt in diesen Spielen, die man nicht verachten sollte. So, zack. Ach, da kommen wir ja nicht durch. Ich vergaß. Ich hab's wirklich vergessen. So, da ist noch ein Automat. Da ist nix. Früher hatte mich keiner beachtet. Dann dachten sie, ich hätte Lady Comstock getötet. Und alle waren hinter mir her. Ich bin nach Finden und hab mich versteckt. Bin untergetaucht. Je mehr sie gesucht haben, desto weiter bin ich abgetaucht. Das ist das Einzige, worauf sich ein farbiges Kind verlassen kann. Dass es unsichtbar ist. Mhm. So, hier steht, finde die Chiffre, du hast einen geheimen Wuchscode gefunden. Elisabeth braucht ihn. Ah, toll. So, Verkaufsautomat. Ah, Revolver wäre noch ganz gut. Gut, danke. Warte mal. Ja, ist okay. Karabiner, auch voll, okay. Da man ja hier nur zwei Waffen haben kann. Hier ist etwas Geld. Hier, Mr. DeWitt. Ach, danke. Danke. Wurde auch mal Zeit. Toll, den in Dollar. Hätten wir erwarten können, bis du mehr produzierst. Gut, hier ist nix. Dann lasst uns mal... Was passiert denn, wenn ich jetzt schon mal weitergehe? Seien wir mal so böse und gehen hier. Betritt den Good Time Club. Machen wir einfach mal. Machen wir das auch einfach mal. Seien wir doch einfach mal Arschloch und spielen nicht nach den Spielregeln und gehen einfach woanders hin. Kann ja nicht schlimm sein. Ah, Nobelhobelschuppen. Hallo? Der Good Time Club. Hallo? Ist hier keiner? Wann ist Showtime? Komm wieder, wenn Showtime ist! Wir sollten wohl später wiederkommen. Och komm schon, Mädchen, du wirst euch doch nicht so haben. Komm, wo bleibt dein Entdeckerdrang? Okay. Kommt wieder, wenn Showtime ist! Ich hab's ja langsam begriffen. Was hast du denn? Aber nichts für den Revolver und das ist auch nichts, was ich mir leisten kann. Ach, verdammt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese optionalen Ziele gar keine optionalen Ziele sind. Denn hier kommt man dann bestimmt rein, wenn man in dem Hauptklunkergebäude da ordentlich Rambazamba gemacht hat. Und dann findet man hier in diesem Good Time Palace, Good Time Club, zufälligerweise dieses Buch. Und dann kann man zufälligerweise, aber auch wirklich nur zufälligerweise, alle Codes dechiffrieren. Kaboom! Howdy! Wie jetzt? Hier ist niemand. Ich hätte jetzt einen... Ich muss dringend mit diesem sogenannten falschen Hirten sprechen, der so viel Ärger macht. Wir haben genug Probleme. Auch ohne, dass dieser verdammte Narr die Stadt zusammenschießt und die Schuld der Box in die Schuhe schiebt. Obwohl, wenn er uns entgegenkommt, ja, dann könnte er genau der Mann sein, den wir zur Lösung unserer unmittelbaren Probleme brauchen. Ja. Nun wird ja mein Schuh draus, wa? Betritt die Waffenschmiede. Booker. Huch. Jetzt ist aber hier bestimmt ein Empfangskomitee. Hallo. Oh. Was ist los, Mädchen? Hm? Was ist los? Magst nicht reden? Na gut, ich mag auch nicht reden. Hast ja recht. Reden ist langweilig. So, das ist nichts. Nein, nein, nein. Okay. Blub, 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 blub. Tüp, tüp. Da ist Salze. Das ist schon mal ganz toll. Das ist aber leider voll bei mir. So, hier ist nichts und da ist nichts und da hinten ist hoffentlich auch nicht. Da komme ich sowieso nicht rum, finde ich ganz so großes Kino. Da ist Feuer, da komme ich bestimmt nicht rein, da gehe ich auch besser nicht rein. Bin ja nicht selbst... Hab was drüber gelesen?
Was? Gautama Buddha. Wer? Der Gründer des Buddhismus. Verbrachte 49 Tage unter einem Bodhibaum, bis er erleuchtet wurde. Irgendetwas sagt mir, dass Comstock keine anderen Götter neben sich duldet. Wo bist du eigentlich andauernd? Komisches Mädchen. Rennt mir immer irgendwo rum. So, was haben wir hier? Nix. Hier haben wir noch ein Fass leer. Gut. Hallo. Kein Empfangskomitee. Hallo. Hallo. Ach, das hast du hier getriggert. Naja, gut. Seien die Bugs mal verziehen. Hallo. Hallo. Hallo? Hallo? Ui, Uhrenwerk. Hallo? Keiner da. Ist ja sehr interessant. Hallo? Hallo? Ist der Lin? Jem Lin? Ist jemand da? Was ist hier passiert? Jemand hat hier alles auf den Kopf gestellt. Bestimmt die örtliche Polizei. Hören Sie das? Nee. Unten ist jemand. Höre ich nicht. Wie kommst du nur darauf, dass ich das höre? Ich bin eigentlich von Natur aus taub und baller nur so durch die Gegend, weil ich... ja, doof bin. So, hier scheint nichts mehr zu sein, ja? Unten ist jemand, sagst du. Dass du aber auch immer vorrennen musst. Ach, wo kommst du denn auf einmal her? Verzeihung. Ma'am, entschuldigen Sie die Störung. Wir suchen Mr. Lin. Mr. Chen Lin. Booker. Mr. Lin, nicht hier. Er fort. Fort? Sie geholt. Fliegereinheit. Ich beten Gautama Buddha. Beten, bringen Mann zurück. Bringen Mann zu Meilin. Und wo ist er jetzt? Im Club. Alle bringen in Good Time Club. Wo ist dieser Club? Ma'am, bitte, wo ist dieser Club? Luca, wir finden ihn. Lassen Sie sie. Warum nicht Vox Populi hilft Chenlin? Warum nicht Daisy Fitzroy hilft Chenlin? Wer ist die Fliegereinheit? Cops. Die Sorte, die Lin wahrscheinlich gerade in die Mangel nimmt, um zu erfahren, wie eng er mit Daisy Fitzroy ist. Ist das nicht die, für die wir arbeiten? Ja, genau so ist es. Okay, finden wir raus, wo dieser Good Time Club ist. Genau. Das wissen wir ja ein Glück schon. Da waren wir ja gerade. Oh, jetzt sprinten wir. Jetzt sprinten wir um die Wette. Okay. Hier geht's durch, wa? Na, dann machen wir das einfach mal. Das ist ja auch blöd. Die Plaza of Zeal. Oh. Ach, wie schnell hier auf einmal wieder jemand rumrennt. Handyman, aufgepasst! Schießt dem Handyman ins Jahr. Das sagt sich so schön leicht. Alter Schwede. Alter. Aber ich gebe zu, im Kampf stehen sie. So, was haben wir denn hier? Stiefel-Tunnelblick. Ziehen erhöht den Schaden um 25%. Das Feuern aus der Hüfte verringert den Schaden um 25%. Nimm mit. Mann. Alter Schwede, ey. Boah. Alter.
Gut, die sind leichter als die Big Daddies aus den ersten beiden Spielen, das muss ich schon zugeben. Tut mir leid, was ich bei den Docs gesagt habe. Von wegen Gauner. Ja, weiß nicht, wodurch ich dich umgestimmt haben sollte. Sie haben mich beschützt. Job ist Job. Jeremiah Fink hat Job ist Job. Idiot. Ein Unternehmen ist wie die macht dann noch mehr, dass sie uns abhaut. Also so ein Handyman möchte ich nicht unbedingt die ganze Zeit haben. Das ist ja echt. Oh. Schießt dem Handyman ins Gesicht, ins Herz. Hm. Sagt sich so leicht bei dem Ungetüm. Hier ist es, Mr. DeWitt. Jetzt müssen wir nur noch rein und Mr. Lynn finden. Nenn mich bitte Booker. Na, nenn mich bitte Booker, ja. Alter. Gut, so ein Big Daddy ist aber auch wirklich. Da war ja wirklich was los. Da war er jetzt gerade nicht. Nanu? Liegt da unten eine neue Kraft? Na, was ist denn jetzt hier los? Ah, scheiß Headset. So, was haben wir denn da? DeWitt, mein Junge. Tja, die besten Einstellungstests sind die, wo einer gar nicht merkt, dass er getestet wird. Aber ich habe sie seit dieser Verlosung da neulich beobachtet. Sie sind ein harter Hund und in solchen Zeiten brauche ich so einen wie Sie. Was wollen Sie, Fink? Tja, es droht ein Aufstand, DeWitt. Fitzroy hat die Wilden aufgewiegelt. Da hätte einer wie ich schon Verwendung für einen alten, pinkerten Mann wie Sie. Schadensboost, Schrotflinte. Ach, nee, lassen wir mal. Da liegt eine Panzerfaust. Da liegen Medizin. Suchen wir Chen Lin und dann nichts wie weg. Scheiße. Ich verlange nur, dass Sie die Sache zu Ende bringen, DeWitt. Wir wollen die anderen Bewerber nicht enttäuschen. Unser erster Kandidat ist ein Veteran aus Peking. Was sagt man doch gleich über alte Soldaten? Also, ich setze auf Sie. Er ist ein alter Hase im Umgang mit Sprengstoff. Der einzige, den ich kenne, der dabei keine Gliedmaßen verloren hat. No. Munition! Hier! Feuer reinigt, ja. Aber nicht dich. Na, was ist los? Weiter so. Ah, Dreckskerl, wenn ich dich erwische, Alter. Dich werde ich diesmal wirklich nicht umgehen lassen. Ist ein früherer Verehrer von Lady Comstock. Aber ohne das alte Mädchen weiß er nichts mit sich anzufangen. Ich habe ihn Scheiße. An der Jobbörse ergattert. Kein Geld. Scheiße, mir geht die Kohle langsam aus hier. Mach hin.
Na, wo bist du, Kleiner?